Jo, hallo und willkommen wieder auf meinem Kanal. Wie ihr es schon im Titel gelesen habt, geht es heute mal um den YouTuber ApoRed, den sowieso alle kennen, deshalb brauche ich ihn jetzt auch gar nicht mehr weiter vorstellen. Heute werde ich nicht den Kanal an sich bewerten, sondern einfach mal ein paar Aktionen, die ich einfach gar nicht so feiere an ihm. Und zwar geht es vorrangig erstmal um seinen Hauptkanal, der ja immer noch ApoRed heißt. Einige Zuschauer haben mir da schon auf Instagram und auf Twitter geschrieben, dass ApoRed momentan fast nur noch Product Placements macht und auch irgendwelche Werbesachen verlinkt, um Geld zu machen. Und da dachte ich mir, ich recherchiere das jetzt einfach mal nach. Und was soll ich sagen, Leute? Ja, die Leute hatten auch recht dabei. Wie, was und warum erkläre ich euch jetzt mal. Erstmal ist es so, dass ApoRed immer irgendwelche Klamotten in die Beschreibungen packt, worüber er dann eine Provision bekommt, wenn irgendetwas über den Link verkauft wurde. Das sieht man übrigens unter jedem seiner Videos. An sich ist das ja jetzt auch gar nicht weiter schlimm, aber es geht halt in vielen Fällen bei den Videos nicht mal um Fashion oder auch Lifestyle, sondern diese Klamotten werden einfach auch bei Fortnite-Videos verlinkt, wozu es auch absolut gar keinen Bezug gibt. Und ich rede jetzt nicht von seinem eigenen Shop, weil das wäre ja jetzt mal noch ganz in Ordnung, sondern wir reden hier vorrangig über Amazon Reflink. Man kann ja solche Sachen verlinken, wenn es im Video auch vorkommt, aber irgendwelche Klamotten zu verlinken, um selbst Profit zu machen und das ohne Grund erscheint mir einfach etwas lächerlich. Aber das ist ja mal noch etwas weniger schlimm, sage ich jetzt mal so. Denn was vor allem auffällt ist, dass er extrem viele Product Placements in seine Videos packt. Man könnte mittlerweile denken, dass das ein reinster Werbekanal ist und da ist Bibis Beauty Palace bei weitem nicht so oft dabei, wie das gerade ApoRed macht. Denn sieht man mal sein vorletztes Video mit seiner Katze an, dann stellt er die App lordsmobile.de vor. Das hat er in seinem Range Rover Video genauso gemacht, was er auch noch davor hochgeladen hatte. Das heißt schon mal zwei Product Placements hintereinander. Und dann hat er in einem Video, wo er Lattenschießen gemacht hat, eine Fußball-App vorgestellt, was eigentlich gar nicht so krass auf seinen momentanen Kanal passt. Aber ich denke, wir können hierbei schlussfolgern, dass ApoRed nur dieses Lattenschuss-Video gemacht hat, um diese eine App vorstellen zu können. Ich meine, ich verstehe es ja, wenn man Geld bekommen möchte, wenn es auch so einfach ist. Aber wenn man sich eigentlich null damit identifizieren kann, dann ist das doch einfach nur dumm und geldgeil. Solche Vorstellungen sollten zur Überzeugung für sich selbst hochgeladen werden. Aber man merkt halt auch, dass er sich erstens selbst nicht mal mit dem Spiel richtig auskennt und zweitens merkt man auch, wie er so tut, als würde das Spiel richtig heftig sein, was allerdings absolut nie der Fall ist. In der Hinsicht bin ich momentan noch absolut enttäuscht von ihm, weil ich dachte, er macht auf seinem Hauptkanal das, was ihm Spaß macht und er lässt sich nicht von jedem beeinflussen, aber da lag ich wohl leider falsch. Und von den 5 Werbungen in 10 Minuten ganz zu schweigen, da brauche ich eigentlich gar nichts mehr weiter sagen. So Freunde, ihr könnt mir aber jetzt gerne mal schreiben, was ihr davon haltet. Meint ihr es auch, dass sowas einfach nur des Geldes wegen gemacht wird oder denkt ihr, dass er dennoch weiterhin seine Leidenschaft betreibt und Videos aus Spaß bringt und stimmt gerne oben mal in der Infokarte ab, was ihr momentan für ApoRed haltet, findet ihr ihn gut oder schlecht, das würde mich mal noch extrem krass interessieren und in diesem Sinne war es das auch schon wieder mit diesem Video, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann könnt ihr gerne noch eine positive Bewertung da lassen, schaut gerne bei meinem InKev-Kanal vorbei und bei meinem Twitter und Instagram-Profil vorbei, die Links findet ihr unten in der Beschreibung, dort bin ich mega aktiv und ihr erfahrt viel, viel mehr über meine Person und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag und wie heißt es so schön, Stänkchen ans Wänkchen, euer Alpha Kevin und ciao.